Aber Chat, jetzt muss ich euch das größte L zeigen, ne? Digga, was haben die gemacht? Digga, es ist das schlechteste Player of the Month Upgrade, was ich je gesehen habe. Was ist das? Das ist so ein Trauerspiel. Für eine Player of the Month Karte kriegst du nicht mehr zwei Inform Upgrades, sondern nur noch eins. Nur noch ein Inform-Schritt, wie dumm ist denn das? Also jetzt mal im Ernst, haben die das irgendwie erklärt? Gibt's eine rationale Erklärung, warum das so ist? Haben gerade gegen den gezockt, der ist krass. Na, darum geht's ja nicht, die Karte wird nicht schlecht sein. Aber ich verstehe das nicht, warum die nur noch einen Inform-Schritt machen. Das ist einfach ein blau angemalter Inform. Und überteuert auch noch. Für 130k ist schon ein Brett. Digga, das ist ja richtiger Dreck. Warum kriegt denn der auf ein +3er-Rating-Upgrade ein Physis nur ein Tempo? Und Chat, soll ich euch jetzt mal was ganz Schlimmes sagen, was auch schon bekannt ist? Soll ich euch mal was ganz Schlimmes sagen? Ich weiß aber nicht, ob ihr das hören wollt. Der Typ hier, ne? Kriegt einen Player of the Month. Einen Player of the Month kriegt er. Nächste Woche oder so, kommt die Tage. Der hat genau die gleichen Stats wie der Inform. Ja, aber er wird ZM. Ja, Halleluja. Wow, cool. Also ich schwöre, das ist so frech, das ist so dumm. Letztes... Digga, warum haben die das denn so verkackt? Dieses scheiß POTM-Upgrade-Ding. Letztes Jahr, die POTMs waren ja teilweise sogar ganz geil. Guck mal, der zum Beispiel. Das ist, der kam Ende Oktober. Der hat damals... Der hatte einen 82er Inform, meine ich schon. Ja. Der kam Ende September, der Fofana. Und dann kam er hier. Könnt ihr euch erinnern, haben ja lange Zeit viele Leute gespielt. Das war damals ein POTM-Upgrade. Doppeltes Inform-Upgrade. 3 Tempo, 3 Schießen, 6 Passen, 3 Dribbeln, 5 Defending, 3 Physis. Bam. +4 Gesamtrating. Dieses Jahr würde das hier passieren. Einfach Inform-Upgrade. So wird dieses Jahr der POTM aussehen. Junge, es ist so schlecht, ne? Gakpo wird nice? Digga, Gakpo wird ein Arsch. Weißt du, was Gakpo für ein POTM kriegt? Genau die Karte. Er kriegt genau die Karte. Ne, 86. Hä? Ehrlich jetzt? Ja, wurde geleakt oder ist offiziell? Offiziell. Von? PSW oder EA? Sheriff mit offiziellem Foto. Also ist es jetzt offiziell oder hat er das selber gefotoshoppt? Ich vertraue mittlerweile gar keinem mehr. Ich schwöre bei Gott, wir brauchen so einen Fabrizio Romano für die FIFA-Szene. Ja, was ist denn das? Wow. Der ist ja auch nur ein... Hä, aber es macht ja... Es macht ja... Also jetzt bin ich... Also jetzt macht gar nichts mehr Sinn. Warum kriegt er denn ein Upgrade auf seinem Inform und Valverde nicht? Ich verstehe es nicht mehr. Also, Real Talk, ich verstehe gar nichts mehr. Das macht für mich alles keinen Sinn. Das macht für mich wirklich alles keinen Sinn und Verstand. Ich werde natürlich trotzdem jede SBC abschließen. Ihr kennt mich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber es ist trotzdem bodenlos. Hä, hey, aber also jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Ah, PSW hat das auch getweetet. Ah ja, okay. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht mehr. Also Chat, ich sag's euch open und early. Ich verstehe EA Sports nicht mehr. Denke wegen, weil wer das Position... Position Saints. Liegt es daran, dass der eine Valverde RW und der andere Z... Ja, aber also ganz ehrlich, das ist doch... Ich verstehe es nicht. Es ist der erste Tag in FIFA offiziell, wollen die vielleicht nicht übertreiben, weil Valverde wäre ja eine Endgame-Karte sonst. Ja gut, letztes Jahr war halt der erste Premier League Player of the Month Cristiano Ronaldo. Den haben sie halt auch mit einem normalen Upgrade gebracht. Also, was willst du machen, ne? Eine Monatsleistung wird jetzt wie eine Wochenleistung geratet. Ja, das ist... Hey, aber Chat, also jetzt mal, und da müssen wir mal wirklich drüber reden. Das will ich mal, oh, lol. Das will ich jetzt mal wirklich von euch wissen, weil sowas macht mich immer fertig. Ohne Scheiß. Das will ich jetzt mal wirklich von euch wissen. Wisst ihr, was ich mich bei sowas immer frag? Wie wird sowas entschieden? Ja, Günther? Jo, Marcel hier. FIFA, ne? Ja, nächste Woche. Lightning Rounds läuft. Ja. 100 Carpacks haben wir auch schon released. Die Streamer, die sind alle so dumm, ne? Oder ist den eingesehen, 15.000 Euro reingeschmissen, Alter. In 2 Monaten spielt er das Spiel gar nicht mehr. So ein Idiot. Ja. Die drei da in Grünstadt.
Vollidioten, Vollidioten. In 4 Tagen stecken die pro Nase 5000 rein. Die ziehen nicht mal eine Icon. Sind die blöd? Wir können die abziehen, das hast du noch nicht gesehen. Ja. Ja, genau. Ich melde mich, weil ich eine Idee habe. Ah, du hast eine bessere Idee. Eine bessere Idee. Okay. Erzähl. Aha. Also, wir machen quasi die Player of the Month Karten, die die letzten 6 FIFA-Teile gut funktioniert haben, ändern wir ab und machen die schwächer. Weil Spieler des Monats auch echt eine gewöhnliche Leistung ist. Das sollten wir auf eine Stufe mit einer Informkarte stellen. Ey, Günther, geile Idee, ja. Ja, geile Idee. Du, ich hab noch eine Idee. Lass mal nächstes Jahr, im Januar, wenn die Toti-Karten kommt, lass mal nur noch 2 Inform-Upgrades machen, weil, ey, ist Spieler des Jahres, hä? Lass dem Ballon d'Or-Titelträger, lass dem eine 85 geben. Ja. Ey, aber dann mach irgendwie so ein Karneval-Event und da gibt's jeden Karten 99. Da kannst du Harry Maguire 99er-Karte geben, weil sieht cool aus. Ey, Günther, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Nächste Woche, was machst du? Ah, ja. Ey, das ist krass, ne? Ich hab mir von dem Geld, was Gamer Brother in FIFA reingesteckt hat, habe ich mir eine Yacht geholt, ne? Bruder, geisteskrank. Ey, 400 Quadratmeter Yacht, 8 Stockwerke. Das Ding fährt auf erneuerbaren Energien. Geisteskrank. Ja. Halt's Maul, Günther. Du darfst jeden einzelnen Cent, den Trimax in FIFA Points ballert, in deine Tasche straight abstecken. Fuck, Digga. Ist Gehaltsstufe 1, ne? krass. Ey, Günther, ich will dich gar nicht lange stören. Ne? Ich muss gleich auch noch meine Geldscheine zählen. Glaub mir, das ist ein langer Vorgang bei dem, was die Vollidioten da reinstecken. Ich wünsche Ihnen ganz traumhaft, ne? Ey, und passt auf deine Rolex-Uhren auf. Heide Günni. Ciao, ciao. Ich schwöre, plus 1, genauso läuft es in dieser Firma. Plus 1, in dieser Firma läuft es genauso, anders kann ich es mir nicht erklären. Warum ändern die ein System, was 6 Jahre lang funktioniert, wo sich niemand beschwert? Ich schwöre bei Gott, Player of the Month Karten waren einer der wenigen Sachen in FIFA, die immer funktioniert haben und immer cool waren. Warum ändern die Player of the Month Karten? Die Player of the Month Upgrades werden dieses Jahr dynamisch. Je länger das Spiel draußen ist, umso stärker werden die Upgrades. Ja, okay, das ist eigentlich gut. Das ist dann eigentlich wiederum gut. Dann vergesst, was ich die letzten 10 Minuten gesagt habe. Wenn das stimmt, dann ist es gut. Ja, okay, da habe ich nichts gesagt. Ja, okay, Hudi, dann ist. Ja, ey! EA Sports! Ihr habt euch Gedanken gemacht! Mashallah, Junge! Das ist voll gut! Hey, ja, fuck, das ist ja eigentlich ehrlich gut. Hey, das ist ja eigentlich ehrlich voll cool. Ach, scheiße, Hauptsache, ich habe mich zwar. Hauptsache, ich habe die Menschen aus Kanada 20 Minuten geflamed. Aber ich sag euch ehrlich, und ich glaube, da treffen wir uns in der Mitte. A, warum weiß das keiner? Warum wird das nicht richtig kommuniziert? Und B, ist ja eine coole Idee, aber ich finde, warum werden dann die ersten Player of the Month Karten so klein gehalten? Also mein Punkt geht ja nicht verloren. Warum kriegt eine Player of the Month Karte im September oder im Oktober nicht mehr das doppelte Inform-Upgrade? Der Punkt, den ich ja gerade gebracht habe, der bleibt ja. Warum ist ein Valverde Inform genauso gut wie ein Valverde POTM? Das ist ja trotzdem lost. Wenn die dann anfangen, irgendwie ab November oder so, die Upgrades hochzufahren, dass es halt im Ende so ist, dass dann vielleicht im Februar oder März das sogar 3 Inform-Schritte sind, dann ist das geil. Aber wenn das darin endet, dass jetzt bis Dezember alle Player of the Month Karten den 1er-Inform-Schritt haben und ab Januar bis Mai alle POTM-Karten den 2er-Inform-Abschnitt, also dann ist es halt trotzdem scheiße. Also, ja. Ja, weiß noch nicht, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich zu euch. Abwarten und Tee trinken.